Hallo, liebe Chronofizierten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erinnert ihr euch noch vor gut 2 Monaten, als ich mit diesem hübschen kleinen Format hier anfing? Da begann ich meinen Beitrag mit den Worten: Seid ihr verrückt geworden? Ja, ihr seid verrückt geworden. Und im Moment habe ich das starke Bedürfnis, diese 2 Sätze zu wiederholen. Aber diesmal meine ich nicht die Gesamtheit von euch Verrückten, sondern ein ganz spezielles Team, eine spezielle Gruppe da draußen. Nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bild- und Tonfabrik vom Neo-Magazin Royal oder genauer gesagt dem Team von Prism is a Dancer. Warum? Tja, das könnt ihr herausfinden, wenn ihr jetzt am Freitag, ich nehme an, dass ich dieses Video noch Donnerstag posten werde, also morgen, um 23 Uhr das ZDF anschaltet und dann 90 Minuten durchhaltet und irgendwann in diesen unglaublich unterhaltsamen, lustigen und womöglich teilweise etwas demütigenden 90 Minuten kann es sein, dass meine Wenigkeit über den Bildschirm flimmert. Und dann werdet ihr mein wahres Gesicht kennenlernen, dann werdet ihr herausfinden, wie ich eigentlich aussehe und wer ich eigentlich bin. Ich muss euch gestehen, ich habe euch da lange etwas vorgemacht. Es tut mir leid. Aber die investigativen, großartigen Journalisten der Bild- und Tonfabrik haben mein wahres Gesicht aufgedeckt. Und ihr werdet bald mithilfe des ZDF auch herausfinden, wie ich wirklich aussehe. Ich glaube, ich sollte umziehen, die Identität wechseln, mit diesen Videos aufhören. Das wären alles sehr kluge Ratschläge, aber ich nehme dummerweise an, dass ich nicht daraus lernen werde und dass ich noch viele solcher Videos machen werde. Es macht einfach zu viel Spaß, auch wenn ich viel lieber mit euch da draußen direkt rede als in eine Kamera, aber es ist besser als nichts. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß an meinen Videos. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Freitag um 23 Uhr im ZDF oder danach auch jederzeit in der Mediathek. Und ich freue mich auf eure Reaktion. Also, bis bald. Demnächst kurzfristig folgt natürlich auch noch eine neue Folge, in der ich von der Buch Berlin berichte. Für die, die das jetzt erwartet haben, es tut mir leid, aber es gibt Dinge, die sind im Moment einfach wichtiger. Und ich muss euch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es eine neue Folge von Carpe Artis geben wird, meinem wundervollen Podcast zusammen mit Lilith Korn und Safina Art. Und das wird eine Sonderfolge zum Thema Entertainment, denn das ist ja unser Monatsthema, quasi direkt aus den heiligen Hallen des Studiokönigs in Köln-Ehrenfeld. Denn wir hatten die ungemein großartige Freude, Tarkan, einen der Autoren des Neo-Magazins, zu interviewen und ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen. Das heißt, wir wurden nicht nur gestalkt, sondern wir haben uns auch bemüht, ein bisschen Stalking in die andere Richtung zu betreiben. Also hört auf jeden Fall bei Carpe Artis rein, schaut auf unserer Website vorbei, denn dort wird es noch ein paar besondere Leckerli geben. Und ansonsten, wie gesagt, viel Spaß im ZDF. Ciao! Eins hätte ich ja beinahe vergessen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, liebes Neo-Magazin. Vielen Dank, liebe Bild- und Tonfabrik. Und vielen Dank, Oliver Kalkofe. Es ist mir eine Ehre. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank für diese Parodie auf mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer tausendmal danke. Und macht auf jeden Fall allesamt weiter so.